So, herzlich willkommen zur Episode 10 von Commander Cornwalls Reise nach Iota Persei. Tja, nachdem ich dann in der letzten Episode mein Schiff verloren habe, weil ich viel zu sehr oder viel zu nah an diesen Stern geflogen bin, weil einfach so heiß war und ich keine Schilde habe und das Ding zerstört wurde, bin ich jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz schnell dran vorbeigeflogen und springe just gerade in das neue System rein. Ich bin wirklich gespannt, was mich da auf der anderen Seite erwartet. So, zack, gleich anhalten. So. Ein Objekt entdeckt. Mal schauen, ob es hier noch weitere Objekte gibt. Nö. Trotzdem warten wir einmal, bis der Scanner durch ist. Anarchiesystem. Und es gibt nur zwei Sterne. Ha. Dann gucken wir uns doch noch mal kurz um. Und schauen mal, wo wir den anderen Stern sehen. Das ist einer. Proximity Alert. Man muss halt wegen der Hitze muss man aufpassen. Ich will auch nicht zu nah ran. Ich flieg mal auf die andere Seite. Vielleicht sieht man ja hier noch was. Kleinen Turn. Nö. Nö. Das ist ja das Schöne, wenn man... Oh. Es gibt nichts. Obwohl hier zwei Sterne im System sein sollen, sehe ich nur einen. Das ist der. Okay. Taucht hier irgendwas auf? Oh, guck mal. Ne. Die sind alle außerhalb. Hier, dann zeigt mir die Map irgendwas Falsches an. Scheinbar. So, Ros, den hatte ich gerade auf dem Scanner. Da will ich hin. So, wo müssen wir hin? Wir müssen einmal umdrehen. Hoffentlich in die richtige Richtung fliegen. Genau, wir haben nur ein paar Sekunden Zeit. Und weiter geht's. Immerhin passiert in jeder Episode was. Das wäre ja absolute Katastrophe, wenn hier gar nichts passieren würde. Wozu mache ich dann da eigentlich diese ganze Let's Play-Serie, wenn hier nichts passiert? Macht ja auch keinen Sinn. Diese ganzen Systeme hier sind alle sehr leer gefegt, muss ich sagen. Mal schauen, was mein Scanner noch sagt. 11 neue Objekte. Oha. Spitze, würde ich sagen. Nehmen wir doch einfach mal jeden mit. So, etwas über der Sonne drüber hinwegfliegen. Ah, hier, guck mal, ihr seht schon. Und immer so ein bisschen Sprit mitnehmen. So. So, stopp. F neue Objekte ist immer gut. Wenn's aber... Wisst ihr was? Ich sehe schon, was passiert.
Das sind wahrscheinlich alles wieder... alles wieder Asteroidengürtel. Übrigens habe ich was rausgefunden. Alles unter 500 Lichtsekunden wird automatisch von meinem Scanner erfasst. Also bei dem Basic-Scanner zumindest. Das sollte man sich zumindest merken. Das dauert aber hier auch ein bisschen. Auch Gürtel. Aber hier, das scheint eine Station zu sein. Also eine Station gibt es hier auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Schaut mal. 510. Zack. Und da geht es gleich wieder weniger. Ja. 500 Lichtsekunden. Wie weit ist das eigentlich entfernt? Jetzt gebe ich euch mal eine mathematische Aufgabe. 4,64 Lichtsekunden. Hm. Eigentlich sind es 400 Lichtsekunden. So wird es gemessen. Wenn das Licht 8 Minuten von unserer Sonne bis zur Erde braucht, 500 Lichtsekunden, könnt ihr mal ausrechnen, wie viel das sind. Ich habe die Antwort natürlich schon, weil ich mir diese Frage vorhin ausgedacht habe. So, nehmen wir nochmal ein bisschen Sprit mit hier. Aber ich fliege etwas schneller. Oh. Wenn es rot wird, ist immer kein gutes Zeichen. Schnell wegfliegen. Seht ihr? Da wurde die Sonne auf meinem Radar mal ganz kurz rot. Wenn es orange ist, geht es noch. Aber sobald es rot wird, ist das kein gutes Zeichen. Da ist was. Da ist was. Was ist das? Oh, ein kleiner Mond. Das ist mehr als... das ist ein Planet. Jo. Immerhin, ein kleiner Planet. Das ist schon mal was. Wir sind auf der dunklen Seite. The dark side of the moon. So, was kommt denn als nächstes? Ja, das ist ein kleiner Trabant. Der zieht hier draußen seine... ganz allein seine Runden. Ja, aber das Ganze bringt mir ja nicht so viel, wenn hier nur Asteroidengürtel überall sind. Ach so, noch etwas für euch. Mir ist in den letzten Videos aufgefallen, dass ich sehr oft und sage. Ich wurde auch darauf hingewiesen, dass es passiert. Man achtet ja normalerweise nicht so drauf. Beziehungsweise, das hier ist mein allererstes Let's Play. Daher, oder man kommentiert sich ja nicht mal so oft immer live. Und da ich das jetzt hier zum ersten Mal mache, kann es natürlich dann mal vorkommen, dass man etwas öfters mal Ö oder Ä sagt. Es tut mir wirklich leid, wenn ich euch damit ein bisschen genervt habe. Es war natürlich nicht meine Absicht. Zumindest werdet ihr jetzt in der letzten Episode und auch in dieser Episode sicherlich bemerkt haben, dass die ganzen Ös und Äs wegfallen.
Dafür sage ich viel weniger als vorher. Aber ich hoffe wirklich, dass euch die Videos gefallen. Auch wenn ich zwischendurch mal nicht zu viel sage. Viel reden bedeutet ja nicht immer, dass der Content gut ist. Sondern eigentlich nur mehr, dass ich mir Gedanken darüber mache, was ich zu sagen habe. Ich will mich ja nicht über zu viele Leute beschweren, aber oft passiert es halt, dass viele YouTube-Kanäle oder viele YouTuber einfach nur reden und reden und reden und reden. Und das kann schon verdammt anstrengend sein auf Dauer. Genau das möchte ich eigentlich vermeiden. So ein bisschen Quasseln zwischendurch ist auch völlig okay. Sonst wird es ja richtig langweilig. Eieiei, 300 Lichtsekunden. Haben wir vielleicht noch was, was ein bisschen näher dran ist? Der hier, 129. Müssen wir mal in die andere Richtung fliegen. Da. Hier sind ein paar Planeten mehr. So, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas hier. Und da hinten sind auch nochmal zwei Planeten. Planeten ist immer gut. Ich muss mich doch unter 50. Ich hatte doch recht. Unter 50 Lichtsekunden. Wenn man per Lichtgeschwindigkeit reist zumindest. Bam. Dann nehmen wir nochmal die beiden mit hier, weil die sind eigentlich relativ gut in der Nähe. 113, 196. Nehmen wir mal den hier mit. Unter 500 Lichtsekunden, habe ich gesagt. Genau. Es sei denn, ich habe mich verlesen. Oh. Guck mal. Ist wieder noch ein kleiner Planet und etwas drumherum. Nehmen wir den noch dazu. Unter 100 Lichtsekunden. Mal schauen. 110. Da muss doch. Also, für euch zur Information, der Basic Scanner scannt alles unter 110 Lichtsekunden. Wenn ich da mal upgraden sollte auf einen besseren Scanner, bin ich gespannt, unter wie viel der, oder ab wie viel Lichtsekunden der neue Scanner dann anfängt. So, ich war mir aber nicht ganz sicher, aber gesehen, unexplored, da war nämlich noch einer, ich wusste es. Dafür bleibe ich immer mal stehen. Oh, das tut mir echt leid. Dieses ganze Gehuste. Ich werde mir wahrscheinlich die Mühe machen. Ich sag wahrscheinlich, weil ich euch nichts versprechen will, was ich nicht einhalten kann. So, einen haben wir noch. Wahrscheinlich die Mühe machen und dieses ganze Gehuste einmal raus editieren. Ah, hier, guck mal. Das ist auch mal ein gutes Beispiel. 500 Lichtsekunden, da sind wir weit, weit drunter und er hat nicht angefangen. Was haben wir den? Den haben wir auch schon. Okay. Cool. Also, viele Planeten entdeckt. Das ist doch super. Ich hoffe, das bringt uns ein bisschen Geld ein. Aber wir müssen ja erstmal wegfliegen. Spätestens dann, wenn wir... Wollen wir jetzt schon zur nächsten Station? Hm. Ich würde sagen, das entscheide ich dann in der nächsten Episode. Weil wir sind jetzt schon wieder bei der 15-Minuten-Grenze so langsam angekommen. Ich scanne den noch ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Episode 11, um genau zu sein. So, mal ein bisschen langsamer werden hier, bevor ich dran vorbeifliege. Jawohl. Da müsst ihr auch auf jeden Fall noch ein bisschen drauf achten, wenn ihr auf einen
Planeten zufliegt oder einen Mond oder ähnliches. Ihr seht ja die Umlaufbahnen. Oft tauchen dann innerhalb der Umlaufbahnen oder dann nochmal Gegenstände auf. Das heißt Gegenstände, aber dann nochmal so kleinere Planeten, wie gerade eben. So, ich gehe mal ein bisschen aus der Bahn hier. So. Da haben wir hier alles entdeckt. Und es gibt keine Station. Nein, gibt es nicht. Interessant, interessant. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Log Destination. Ab zum nächsten Ziel. Der wäre genau hier. Vollgas und jumpen. Und wir sehen uns nächste Episode wieder. Bis dahin. Tschüss.